Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar bei der nächsten Apple Review und zwar Stigman Prison Escape. Ja, wieder mal ein Prison Escape, diesmal hoffentlich etwas ausschlussreicher als beim letzten Mal. So, wir wollen erstmal gucken, was ist hier überhaupt unsere Aufgabe. Oh, ich glaube, ich sehe, worauf das hier hinausläuft. Hier hat sich doch tatsächlich ein Gefangener gerade selbst gedisst und in zwei Teile gehängt. Was ist das jetzt hier? Was mache ich nun? Hä? Ach, die hauen jetzt dadurch ab, oder was? Und nun? Was ist denn das jetzt? Jetzt habe ich hier meine Gefangenen wieder drinnen im Turm. Was ist nun los? Wieso stockt das hier eigentlich immer so, wenn man das spielt? Das kann ich immer überhaupt nicht verstehen, wie solche Spiele anfangen hier zu stocken. Hallo? Was ist da los? Menü? Komplett überfordert das Ding hier. Click on a stickman and objects to kill all of them without. Ach so. Ach so, das ist wieder ein ganz normales Killspiel. Ich denke, die sollen ja auch dem Gefängnis entkommen. Mein Freund, was ist los hier? Na, was denn nun? Hä? Freunde, was soll denn das jetzt hier? Das ist ja ein bisschen, ist ja lächerlich sowas. Irgendwie müsste ich jetzt hier mit dem Spitzenstab natürlich irgendwas anfangen können. Was haben wir denn hier? Ach du, hier ist schon wieder Werbung am Start. Die wollen wir nicht, aber ist clever eingebaut. Ja, wir können die Musik natürlich auch ausstellen zur besseren Konzentration. Was bringt mir das hier überhaupt, Freunde? So, hier der kleine Stigman Bulle kann auch nichts mehr erreichen. Wir gehen nochmal auf Reset. Fangen wir von vorne an. So, nun hier, er sieht, dass sein Hut runterfällt. Der macht da sein Gewichtheben immer die ganze Zeit, ununterbrochen. Und warum nimmt er sich diesen Stock da nicht? So, in zwei Teile. Das verstehe ich jetzt hier gar nicht. Was ist da los? Tja, Freunde, wieder mal so eine App, wo man nicht weiß, was man überhaupt machen soll oder anstellen soll. Und wieso ist eben eigentlich Nacht geworden und die Bengels sind hier rein in die Kabine? Nochmal resetten von vorne, pumpt er wieder wie so ein Blöder. Na nu, nimm doch diesen. Ja, du sollst ihn nehmen. Oh, Gott sei Dank. Nach 1000 Mal klicken geht's dann endlich vorwärts hier. So, den haben wir jetzt also erwischt. Wieso rutscht denn der Hut ja bei den Bengels? Machen wir jetzt? Bringt uns auch nicht weiter. Tja, hinten die Leiter hochsteigen und den da ausschalten ist anscheinend auch überhaupt nicht drin. Tja, Freunde, was soll das? Kann mir das einer verraten? Schreibt's mal in die Comments rein. Nach x mal resetten und neu anfangen hier. Nun nehmen den Stock. Der Stock ist vielleicht dafür da, um entweder hier irgendwen abzustechen oder... Oh, machen wir denn nun? Jetzt laufen die alle rein und nun, was bringt mich das jetzt weiter? Ich habe natürlich den Stock. Gut. Könnte ich natürlich jetzt doch ausbrechen oder was? Ey, sag mal. Stockmodus aktiviert oder was soll das jetzt hier bedeuten? Guck mal an hier. Ey, wie das alles stockt auf einmal. Eben war es doch noch okay. Kaum ist Nacht angebrochen, kommen die Highlight-Grafikeffekte hier zum Vorschein. Aber hier guck mal einer, was da los. Kann nicht ganz der Wahrheit entsprechen. So, Freunde, was ist da los hier? Wirf mit dem Stock die Lampe aus, meinetwegen. Das ist mir egal. So, nun ist hier 1000 Minuten Nacht und wir haben nichts erreicht. Passiert immer noch nichts. So, überlebt haben sie alle, Gefängnis aus. Oh, hier, gucke, endlich. Er lässt den Stock fallen. Ach so, alles klar. Ich lache mich tot. Und nun? Hau den da kaputt. Was macht der Stigman da? Der hebt das Schloss auf. Ist ja eine richtige Story hier, die man hier zu sehen bekommt. Ach gucke, und jetzt kriegt er das Ding auf den Kopf. Ausgelöscht. Oh, ganz knapp. So, und nun? Freunde, jetzt kommt er da raus. Unten rechts, jetzt haben wir es langsam raus hier, das Spiel. Freunde, jetzt beeilt euch. Rennt, was das Zeug hält. Was macht er denn da oben?
Das ist nicht dein Ernst. Er klettert da oben an der Dachrinne, ist hinter der Werbung verschwunden. Hangelt er sich jetzt gerade? Wo ist er denn jetzt? Was nun? Werbung oder was? Was ist denn jetzt los? You lose. Wir haben verloren. Wie jetzt? Das ist nicht dein Ernst. Das ist ja geil. A stick escaped. Ja, na und? Lass ihn doch. Ist doch froh. Die soll doch aus dem Gefängnis raus oder was ist los? So. Jetzt läuft auch wieder mit Musik hier. Er nimmt sich seinen Stock wieder. Auf ein neues. Jetzt müsste er die Nacht wieder anbrechen. Ja, jetzt tippen wir ihn also an. Dies haben wir schon mal rausbekommen. Alle... Ach, gucke, er übergibt den Stock an den Ersten. Jetzt haben wir das schon mal rausgefunden, wie das hier so funktioniert. So, hier, hau den Stock da durch, auf dass das Schloss wieder kaputt geht. Wir wollen ja, eigentlich wollen wir ja da unten hin. Aber irgendwie haut hier schon wieder die Sache nicht so richtig hin, wie ich mir das vorstelle. Du sollst das Ding hier fallen lassen. Lass den Stock fallen. Bengel, was los? Jetzt bewegt er sich, jetzt müsste der Stock gleich rausfallen. Oder auch nicht. Das gibt's ja gar nicht hier. Das verstehe ich aber nicht bei den Stickman-Spielen. Irgendwas haut da nicht hin. Jetzt hat er das Ding rausgebrochen, angeblich. So, jetzt hebt der Bulle wieder das Schloss auf. Und von oben fällt der nächste Stab hinunter. Da sind wir ja schon mal ganz baff, warum das überhaupt so abläuft. Komm. Solange der da noch steht, kriegt er das Ding auf der Ommel. Aufgespießt. Bub, Headshot. Haben wir das schon mal geschafft? Hat geknallt draußen, hat man gehört. Perfekt. So, und jetzt müssen wir mal sehen, bevor der Stickman jetzt hier natürlich abhaut, was will er da oben überhaupt? Bengel. Hä? Ach so, ich muss auf den drauf tippen oder was? Damit der da gestorben ist und jetzt hat er sich Haken. So, Freunde. Jetzt bin ich gespannt, wie das jetzt hier funktioniert. Die dürfen also hier nicht abhauen. Und jetzt habe ich also wieder verloren, so wie es aussieht. Was ist denn nur los? Ach, der baut sich einen Tunnel. Das ist natürlich ein schneller Stickman, ja? Ah, Freundchen, das, doch, das klappt. Und was soll das jetzt werden? Er schleicht da hinten in der Ecke lang. Wo will der da oben rechts im Bild eigentlich hin? Da bin ich jetzt ja echt erstaunt. So richtig kann ich mir das gar nicht vorstellen, was die da vorhaben. Das ist mir ein bisschen zu complications. So, wo will der hin? Der will da über die Leiter und dann abhauen. Was passiert, wenn ich auf ihn hier oben drauf tippe? Gar nichts, wa? Also ich würde sagen, die hauen ganz normal ab und den habe ich jetzt hier erhangen und dann müsste ich gewonnen haben, oder was soll das bedeuten? Na, in Zeitlupe geht das dann heute nochmal schneller. In Zeitlupe macht der Treppenstufe für Treppenstufe hoch, klaut uns hier wertvolle Aufnahmezeit und der oben rechts hämmert sich immer noch durch. Ich weiß nicht, warum der Zeitlupenmodus hier aktiviert ist, das kann ich mir nicht erklären. Hier, Bulle, was los da? Siehst du ihn? So, jetzt bin ich gespannt, ob ich jetzt wieder verloren habe, nachdem ich jetzt den über die Mauer balanciert habe. Zack, da ist er ja weg. Der rechts, der schaufelt immer noch. Was ist denn nun los? Wir haben schon wieder verloren. Wir haben verloren. A stick got away, you were so close. Wir haben es also wieder mal nicht geschafft. Witzigerweise, Freunde, wer es besser kann an der Stelle, viel Spaß mit der App. Kostenlos im Play Store erhältlich. Link findet ihr wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Und wir sehen uns bei der nächsten App-Review. Bis dahin, auf Wiedersehen.